So, jetzt einfach hauen. Einfach hauen. Der kann nichts. Okay. Gegenstand. Menschlichkeit. Oh, sehr schön. So, hier unten sind ganz viele Zahnräder. Ganz viele Bücher. Sonst sehe ich allerdings Säulen, wo nichts hinter ist. Ne. Okay. Oh, können wir hier was drücken? Da kommen wir gar nicht hoch. Okay, also gibt es nur den Weg da. Hinter irgendeiner Säule muss doch was liegen, oder? Nö, okay. Also es gibt nur den Weg da. Merken wir uns das nächste Mal, dann müssen wir nicht sinnlos suchen gehen. Hier ist eine Leiter, warte mal. Wohin führst du? Du wirst jetzt nicht nach ganz oben, oder? Ach nee, der führt jetzt hier hin zu dem Warnhorn. Und zu der Einechse. Oh. Zu den Echsen. So, heilen bitte. Oh, du lebst ja noch. Ich wollte mich schon heilen, weil ich davon ausgegangen, dass er tot ist. So, heilen. Hallo. Das Feld da sah verdächtig aus. Weg. Ah. Doofe Flummi-Echse. Ah, jetzt aber. Bist du eine richtige Kiste? Ja. Zeig mir was Schönes. Eine Riesen. Einen Riesentürschlüssel. Okay, erstmal machen wir dich aus. Ja. Sehr gut. Das war nämlich das Warnsignal. Und der Schlüssel war jetzt dafür da, unten die Tür zu öffnen? Das heißt, wir hätten hier so oder so hingemusst. War kein optionales Gebiet. Okay. Ich höre jemanden weinen. Das sind Frauen. Ah ne, du bist eine Frau. Hello again. Nein. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once again. The archives. Such a storehouse of knowledge. So close, but just out of reach. The thought offends me so, I could simply die. As a student of the arts, you understand me. Yeah? Ich bin kein Student of the arts. Du hast gesagt, ich bin zu blöd dafür. Und dass die hier weinen wie Frauen, ist sehr verstörend. Verschlossen. Hello again. Alas, I'm in the art. The thought of... Okay, ich denke, ich muss die Viecher töten. Dann haben sie einen Schlüssel dabei. Was ich nicht ganz verstehe, denn ich habe doch einen Schlüssel bekommen. Ein Riesentor-Schlüssel. Der Schlüssel sieht nicht aus wie eine Gefängnistür, weil der Turm früher kein Kerker war, sondern eine Ansammlung wertvoller Werke enthielt. Schlüssel zur riesigen Tür des Archivturms, der jetzt als Kerker fungiert. Ich gehe mal oben rum und gucke, ob ich taktisch hinter ihn runterspringen kann, um dann mit ihm zusammen in der Gefängniszelle eingesperrt zu sein, um dann irgendwas zu finden, was er nicht finden konnte, weil er halt doch nicht so klug ist, wie er denkt. Und dann klappt das vielleicht. Hier liegt kein Loot mehr rum. Nö. Und alle hab's. Nö, unsichtbare Wand. Das Einzige, was mir jetzt so ad hoc einfällt, ist, wir gehen ganz nach oben zurück. Da war nämlich eine verschlossene Tür. Aber das war keine oder? Doch, ich glaube, das war eine Riesentür. Nö. Das sind komische Viecher, die mich auffressen wollen. Ob die jetzt heulen oder nicht, ist mir egal. Ja. Weg. Die haben jetzt bestimmt alle Menschlichkeit dabei und das waren eigentlich hilflose Frauen. Gnädiges Sonnenlicht. Was? Lindendes Sonnenlicht.
Das ist okay. Allen mit Gewinnewehr der Prinzessin der Sonne im Bunde stehenden gewährtes Wunder. Ich stehe mit ihr im Bunde, warum krieg... Ich frag nicht. Es braucht 48 Wille. Die Wunder der Gewinnewehr, der von allen verehrten Prinzessinnen, gewähren ihren Segnungen vielen Kriegern. Stellt viele TP von Wirken und von Wirker und Umgebung wieder her. Also ist eine Flächenheilung und hat 3 Aufladungen. Gnädiges Sinnenlicht. Allen mit Gewinnewehr, außer Gerogon, der Retter der Welt, der Ersetzer ihres Vaters und so wie noch, der kriegt's nicht. Im Bunde stehenden gewährt das Wunder, schrittweise TP Wiederherstellung von Wirker und Umgebung. Also ähnlich wie Auffrischung. Ja. Gut. Hello again at the Ark. The thought of as a student of the Ark. Also muss ich ganz wieder hoch, die Tür öffnen, oben irgendwo einen Schlüssel finden. Oder kann ich hier doch irgendwie rauf? Ja, kann ich. Kann ich hier irgendwo irgendwas drücken? Oder bist du ein Jumping Puzzle? Ich habe das Gefühl, du bist ein Jumping Puzzle. Also ich muss erst auf das eine Zahnrad und das andere Zahnrad und dann oben drauf vielleicht irgendwas machen. Ich sehe da oben drauf nur nichts. Nee, das mit dem... Also ja, das Zahnrad hier müsste da oder da drauf. Aber das kriege ich nicht so wirklich hin. Okay, ich probiere einmal, ob ich da irgendwie praktisch richtig hochspringen kann. Sonst gehe ich einfach ganz die Leiter wieder hoch. Hoch. Und probiere die Tür da. So, und ich sehe nichts oben drauf. Und das war's. Okay. Hoch. Ganz, ganz hoch. Du siehst verdächtig aus. Viel zu sauber der Brocken da. Okay, hier liegt einiges. Ach, das ist ein Buch gewesen. Das, ja, okay. Ziemlich große Bücher hier. Das wäre auch noch stylisch, wenn man beim genauerem Hingucken merkt, dass diese ganzen Treppenstufen hier eigentlich auch nicht aus Stein sind, sondern alle sehr massive Bücher. Das wäre noch ein nettes Detail. So, aber wir wollen jetzt hoch. Wo? Genau, da ist die Leiter, da ist die Tür. Aber so massiv sieht die nicht aus. Da ist das Alarmsignal-Ding gewesen. Da war aber kein Tor. Hier irgendwo sind wir aufgewacht. Ich glaube, in der Zelle da. Da ist nur das Leuchtfeuer gewesen. Warum auch immer das Leuchtfeuer bei uns drin war. War wohl einfach das naheliegendste Leuchtfeuer. Oh, warte mal. War hier was? Warum? Was, wozu? Was? Kann ich die auch wieder zu schließen? Nein, falsche Richtung. Öffnen. Ich würde dich gerne von außen schließen. Ginge das? Nein. Ich werde von einer Tür getrollt. Oh nein! Okay. Zum Geier. Komme ich da rauf? Erstmal heile ich mich. Gucke ich mal ganz kurz. Es hört sich tödlich an. Und da komme ich bestimmt nicht rauf. Oh, gut. Dann ist ja alles gut. Hatte das wenigstens Sinn. Mal ganz abgesehen davon, dass ich jetzt wieder ganz runterklettern muss. Okay. Wenn hier irgendwo ein Schlüssel wäre für unten, wäre das echt super.
Aber nee. Nee, nee. Das heißt, von hier aus springen wir jetzt wieder darauf. Von da aus gehen wir wieder ganz runter. Oh. Gehen wir ganz runter, um ganz hoch zu gehen. Um da oben etwas zu finden. Um wieder ganz runter zu gehen. Das ist interessant. Und ich frage mich auch, warum der Spitzhut jetzt schon wieder hier ist. Ich meine, wir hatten ihn gerade erst, in Anführungszeichen. Zeit ist in dem Spiel ja ein bisschen komisch manchmal. Wir hatten ihn gerade erst befreit aus Sins Festung. Er ist mit seinem Schüler vereint und ist jetzt plötzlich hier in Anor Londo. Wie kommt er hier hin? Obwohl, das ist gar nicht so schwer, weil er war ja schon in Sins Festung. Das heißt, er kam einigermaßen da zurecht. War auch recht weit am Ende von der Festung. Das heißt, er kennt sich da aus, kann das eventuell durchschaffen. Und wer Sens Festung besteht, als Aufnahmeprüfung, darf nach Anor Londo. Das heißt, es ist gar nicht so abwegig, dass er hier gelandet ist. Den hat er sich wieder gefangen nehmen lassen. Er ist so ein bisschen wie dieser kleine pummelige Paladin, ne? Na gut. So, da oben. Bitte funktionieren. Aber... ja, es wird funktionieren. Die Frage ist halt nur, ob wir da oben jetzt einen Schlüssel finden. Oder ob ich irgendwie taktisch hätte runterspringen müssen, um den Magier da zu befreien. Wobei er für uns nicht wichtig ist. Ich denke mal, jedes Mal, wenn man ihm hilft und irgendwelche Sachen für ihn macht, kriegt man bestimmte Zauber. Aber wir sind halt kein Zauberer. Und es war doch eine relativ große Tür. Oh, puh. Wir haben 7 Flaschen. Ich würde jetzt ungern nochmal gegen ihn kämpfen. Nein. sehr schön. Und ich wollte gerade sagen, die sehen ganz schön anders aus hier, aber es wird am Licht liegen. Funkel nicht so blau. Und der Riesenkristall, das war die Attacke von ihm, ne? Von dem Schuppenlosen. Hinter mir ist ein Skelett, ich weiß. Also diese Superattacke von dem Schuppenlosen hat den Riesenkristall da erschaffen. Den da. Da haben wir vorhin gekämpft vielleicht. Mal gucken, mal gucken. Boah, sehr schön. Sehr tief, tödlich, aber schön. Ah, du schon wieder. Du tanzt mir nicht rum, du Dödel. So. Moment mal. Das ist nicht... doch ist es. Wir sind jetzt... was? Nee. Also, es sieht genauso aus wie der Eingangsbereich in diesem Gebiet. Was bist du? Achso, du bist der Priester. Sieht aus wie der Eingangsbereich von diesem Gebiet, aber es macht keinen Sinn. Weil es gab da keine solchen Treppen hier nach oben. Deswegen räume ich hier einfach nochmal auf und guck. Weil wenn es derselbe Eingangsbereich wäre, dann wäre mir beim erstmaligen hierherkommen aufgefallen, dass es da oben weitergeht, oder? Eventuell, vielleicht. Oh, hallo. Und vor allem, dass da noch eine Kirche hinten rangebappt ist. Nee, ich glaube, es ist wohl ganz anders. Mit ganz vielen Skeletten. Und einem Magier. Ding, 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 kaputt. Gut. Und da geht's auch nicht raus. Ah, sieht verdammt ähnlich aus. Vielleicht hat sich einfach nur dieses Gebiet hier verändert, nachdem wir jetzt gegen den Schuppenlosen gekämpft haben. Hallo. Weg, weg. Da ist kein Fahrstuhl, aber es sieht 1A so aus. Also jetzt zum zweiten Mal. Das hat... oh, gespiegelt. Das könnte natürlich sein. Warte mal, der Typ ist wieder da. Ja, hier waren wir definitiv schon. Nur die Spiegelung dahinter ist neu.
Ich sage euch gleich, was ich meine. Erstmal kurz töten. Also die Leiche da hat mich jetzt überzeugt, dass wir genau hier schon mal waren. Es ist genau die gleiche Kirche. Und zwar diese Hälfte hier. Wenn wir jetzt allerdings da weitergehen. Also erstmal ist der Fahrstuhl weg. Da war ein Fahrstuhl. So. Wenn wir allerdings hier weitergehen, dann spiegelt sich die Kirche einmal in eine neue Kirche. Und hier waren wir noch nicht.